Ich glaube, wir sind alle enttäuscht über diese relativ bittere 1-0-Niederlage, kriegen in der zweiten Minute schon das Gegentor und laufen dann 90 Minuten an. Da sieht man natürlich auch die Qualität vom Team von Dassendorf, ehrlich gesagt. Und für uns ist einfach nur bitter, dass wir jetzt hier nach 4 Siegen zuvor in der Rückserie hier zu Hause jetzt so eine bittere Pille schlucken müssen. Ja, also die sind nicht ohne Grund in den letzten Jahren immer Meister geworden. Ich glaube, die haben eine richtig, richtig gute Mannschaft. Wir haben natürlich Großes vor auch, aber heute hat man gesehen, dass das einen in der einen oder anderen Situation eventuell noch nicht ganz so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn man in der zweiten Minute ein Gegentor bekommt, wir haben hier heute alles reingeworfen. Ich mache den Jungs oder uns als Mannschaft auch keinen Vorwurf, was von der Einstellung her anbelangt. Also ja, das ist einfach bitter. Ja, der fehlt natürlich an allen Ecken und Kanten, klar. So einen kann man natürlich immer gebrauchen mit seiner Torgefahr, aber ich glaube, der ist mittlerweile alt genug für den Ruhestand.